Fußball im Schillerpark ist soweit nichts Ungewöhnliches. Dass mit dem Halleschen FC aber ein Drittligist zu Gast ist, kann eigentlich nur eines bedeuten. Es geht um den Fußball-Landespokal. Die Mannschaft von Sven Köhler, der klare Favorit. Schließlich spielen die Hallenser in der dritten Liga, der SV Dessau 05 in der Landesliga. Bevor es losging, gab es Zuckertüten zumindest für die Nachwuchskicker, die seit wenigen Tagen die Schulbank drücken. Das ist Tradition im Schillerpark. Wünschenswert wäre es, wenn sich auch die Zuschauerzahlen vom Pokalspiel etablieren würden. Über 1000 Fußballfans fanden den Weg zu den 05ern und sahen, wie nicht etwa die Gäste die erste Chance des Spiels hatten, sondern die Hausherren. Lukas Schumacher kann erst im letzten Moment geblockt werden. Vielleicht hätte er nach 7 Minuten schneller abschließen müssen. Danach kam auch so langsam, aber sicher, der HFC in Fahrt. Vor allem Sören Bertram nutzte immer wieder seine Schnelligkeit. Halle übernahm nun erwartungsgemäß die Initiative auf dem Rasen und hat mit Pierre Merkel und erneut Bertram gute Chancen in Führung zu gehen. Doch der Favorit scheiterte an der Chancenverwertung oder am stark aufspielenden Dessauer Schlussmann Sascha Proschewski, der gleich mehrere gefährliche Aktionen vereitelte. In Richtung Gästetor ging nicht viel, außer der Chance von Schumacher in den Anfangsminuten gab es da noch diesen Schuss von Sascha Zacke. 35 Minuten waren da bereits gespielt. Sollte es hier doch die erste kleine Überraschung geben, ein Unentschieden zur Halbzeit wäre ein stolzes Ergebnis für den Landesligisten. Doch erst einmal gab es Freistoß für die Gäste. Warum bleibt das Geheimnis von Schiedsrichter Sven Schweinefuß? Halle konnte es egal sein. Akaki Gojia mit dem Freistoß und der findet in der Mitte Pierre Merkel und der macht es Volley zum 1:0 für den Favoriten. Richtig Freude wollte dabei aber nicht aufkommen. Verständlich bedenkt man, dass es diesen Freistoß brauchte, um gegen Dessau das Tor zu machen. Nach dem Treffer hatte erneut Merkel die Riesenchance zum 2:0. Doch was macht er da? Steht sich selbst im Weg. Kurz vor dem Pausenpfiff Halle mit der Ecke ohne Wirkung. Dessau plötzlich mit der Chance zum Konter. Doch genau den unterbindet der Unparteiische mit seinem Pausenpfiff zum Unverständnis der Dessauer Anhänger. Und auch Dessaus Trainergespann hätte diesen Angriff mit Sicherheit gerne noch gesehen. Doch so blieb es beim 0:1 aus Dessauer Sicht. Halle zwar mit mehr Ballbesitz, aber ohne die große Torgefahr. Im zweiten Durchgang änderte sich daran zunächst nicht viel. Natürlich hatten die Gäste wesentlich mehr Spielanteile. Was die Mannschaft von Sven Köhler jedoch im Abschluss bot, stellte Proschewski vor keine großen Schwierigkeiten. Halle erhöhte die Schlagzahl, das wollen wir hier nicht verschweigen. Aber auch Dessau kam zu Entlastungsangriffen, wie hier nach 55 Minuten mit Maximilian Eschner, der es am Ende mit dem Tunnel versucht, zu einfach, um an Philipp Zeiger vorbeizukommen. Und gerade weil dem HFC nach vorne nicht mehr viel einfiel, eröffneten sich für die Hausherren immer wieder Konterchancen. Aus einer resultierte dieser Eckball nach 58 Minuten. Flückiger hat den Ball sicher, versuchte es mit der schnellen Spieleröffnung, doch die Kugel landet bei Julian Bittner. Der legt, wenn auch etwas glücklich, für Sitte auf und der zieht einfach mal ab. Was für ein Strahl, der Ball noch leicht abgefälscht und dadurch unhaltbar. Die Tribüne konnte es kaum fassen. Der SV Dessau 05 gleicht aus. Das Spiel 30 Minuten vor dem Ende wieder völlig offen. Gästetrainer Köhler reagierte, brachte mit Furu Holm den Mann, der den HFC in Liga 3 zurück in die Erfolgsspur schoss. Allein diese Tatsache der Ritterschlag für den SV Dessau 05. Zu sagen, Furu Holm machte den Unterschied aus, ist vielleicht etwas zu viel. Ein Unterschied war auch vorher bereits zu sehen. Der Finne aber machte das, was dem halleschen FC zuvor eben nicht gelingen wollte: Tore. Nach 83 Minuten stand Furu Gold richtig, musste Brückmanns Vorarbeit nur vollenden und versetzte den SV Dessau 05 damit in Schockstarre. Sicher hatte hier im Vorfeld niemand an einen Dessauer Sieg geglaubt, 83 Minuten lang aber hielten die Hausherren dagegen und kassierten dann 3 Minuten vor dem Ende sogar noch das 1:3 durch, raten Sie, richtig, Furuholm. Dessau 05 hatte alles gegeben, konnte zu Recht stolz auf sich sein, was auch HFC-Trainer Köhler anerkennen musste. 3:1 am Ende standesgemäß, denke ich. Warum hat Ihre Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit so schwer getan? Ja, weil sag mal, wir gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft nicht von Beginn an mit der Einstellung gespielt haben, wie man so ein Spiel machen muss, nämlich druckvollen Fußball, einfachen Fußball über außen spielen und dann mit einer relativ hohen Konsequenz versuchen, diese Chancen, die sich dann automatisch ergeben, in der Mitte zu nutzen. Und dann war es so eine Scheinüberlegenheit mit dieser 1:0-Führung im Rücken, zu glauben, dass das eine einfache Sache ist. Und wie gesagt, im Fußball ist es dann so, dann kommt der Gegner mit einer hervorragenden Aktion zurück ins Spiel. Es steht 1:1 und dann kannst du den Schalter nicht umlegen. Und da bin ich froh, dass wir dann zumindest
es noch geschafft haben, diese zwei Tore zum Ende des Spiels zu machen. Wäre es ohne Fuhre heute nicht gegangen? Das kann man schlecht sagen. Vielleicht hätte auch jemand anderes dort gestanden. Aber ich war froh, dass er die beiden Tore gemacht hat. Dankeschön. Okay. Wie soll ich sagen, überwiegt jetzt eher der Ärger darüber verloren zu haben oder die Freude darüber, wie die Mannschaft sich heute präsentiert hat? Sag mal so, teils, ja. Der HFC hat ein super gespielt, das steht außer Frage, aber wie soll ich sagen, wenn man so ein herrliches Tor schießt, zu dem Zeitpunkt, der günstig war, da ärgert man sich schon, wenn man hinten raus die Tore noch fängt, aber was soll's, das Normale ist eingetreten, das, was alle erwartet haben, aber wir haben sie schön geärgert, das wollten wir und es ist super gelungen. Die Jungs können sich heute freuen. Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 hat es der Dessauer Martin Sitte sogar in die Auswahl zum Volltreffer der Woche geschafft. Noch bis Freitag kann bei einem mitteldeutschen Fernsehsender abgestimmt werden. Sitte selbst betrachtet sein Tor eher nüchtern. Naja, der Julian hatte den Ball und hat ihn gut abgelegt. Ich habe ihn mit vollem Tempo getroffen, war noch ein bisschen glücklich abgefälscht, aber hat ihn gepasst. Ja, ein Tor gegen HFC, was ganz Besonderes für dich? Oder ist es ein Tor wie jedes andere? Ja, naja, in so einem Spiel, wenn man ein Tor macht, ist es natürlich was Tolles, aber in jedem anderen auch.